Und, wie gefällt es dir hier? Mhm, schön hier. Und zur Abwechslung mal ganz ohne Regen. Du musst wissen, Amelia, dort hinten auf den Klippen hat dein Vater... Um deine Hand angehalten mit selbstgepflücktem Blumenstrauß. Und dann hat er den Verlobungsring im hohen Gras verloren und wäre auf der Suche danach beinahe die Klippen runtergefallen. Ja, wir haben schon noch was anderes gesucht im hohen Gras. Mama, bitte keine peinlichen Zeugungsgeschichten. Danke, dass du mitgekommen bist. Weißt du, was das Beste an Irland ist? Es ist die irische Seele, die ist ganz was Besonderes. Und wenn dein Vater sich damals nicht so ins Zeug gelegt hätte... Hättest du glatten Iren geheiratet. Habe ich ja noch mal Glück gehabt. Echt schön hier. Mama, ich glaube, wir sollten besser mal nach Hause gehen, hm? Wir unterhalten uns doch gerade so gut. Mama, wir unterhalten uns seit 5 Tagen schon gut. Von morgens bis abends. So, darf ich das schon abholen? Danke. Danke. Darf ich dich was fragen? Bist du glücklich mit Frederik? Ja, natürlich. Mama, wir lieben uns, das weißt du doch. Ich mag es so, wie es ist. Alles in Ordnung? Ja, ja. Hast du deine Tabletten? Ja. Ich will jetzt ein Bier und du auch. 2 Guinness, bitte. Sehr gerne. Dann nimm wenigstens deine Pillen. Ich muss dir was sagen. Ich will es schon die ganze Zeit, seit wir hier sind. Dein Vater wollte eigentlich, dass du das erste fährst, wenn wir beide nicht mehr leben. Aber ich will das nicht mehr. Und ich will auch nicht, dass du es von fremden Menschen erfährst. Was? Wir haben dich adoptiert. Und hier die 2 Bierchen. Zum Wohl. Nach einigen Fehlgeburten haben wir uns entschlossen, ein Kind zu adoptieren. Und da wir in Irland immer so glücklich waren, haben wir uns für ein irisches Baby entschieden. Für dich. Und meine richtigen... Deine leiblichen Eltern sind beide gestorben. Sagt uns der Mann, der die Adoption durchgeführt hat. Ich bin von hier. Ja, du bist Irin. Geht's dir jetzt besser? Ja. Gut. Amelia, du warst unser allergrößtes Geschenk. Mein Beileid. Sie hatte ein zu schwaches Herz. Es war zu spät für jede Hilfe. Hm.
Mein tiefstes Mitgefühl. Rittersporn. Die Blume der Freude. Ich weiß. Sendrobium. Sie steht für Glück und Liebe. Sie werden Ihnen auf Ihrem Weg helfen, wenn Sie sie lassen. Glauben Sie mir. Also, im Prinzip ist eigentlich alles ganz einfach. Die Wohnung gehört Ihnen, auch den Buchladen erben Sie. Und in guten Händen sind Sie ja sowieso, wie man sieht. So, und jetzt wird es spannend. Machen Sie es auf. Darin befinden sich alle Gegenstände, die mit Ihrer Herkunft zu tun haben. Mehr gibt es nicht. Laut einem gewissen Michael Malone sind Ihre leiblichen Eltern schon verstorben, aber Ihre Eltern wollten unbedingt, dass Sie wissen, wo Ihre Wurzeln sind. Hier habe ich noch ein paar Blumenzwiebeln für dich zum Einbuddeln. Das sind Schalotten. Oh, dann kann ich uns ja was Leckeres damit kochen. Und während wir essen, könnte ich dich was fragen. Was Ernstes. Was denn? Weißt du, was Freitag für ein Tag ist? Natürlich, unser 5. Jahrestag. Ja, genau. Und deshalb wollte ich dich fragen, also anlässlich, nach 5 wundervollen Jahren. Wirst du mich jetzt fragen oder Freitag? Freitag. Freitag. Entschuldige, dass ich mich nicht so freuen kann. Seitdem ich Mama verloren und habe ich irgendwie auch mich verloren. Ich fühle mich seitdem leer und einsam. Ich weiß einfach im Moment nicht, wer ich bin. Du musst jetzt auch nichts sagen. Ich weiß, dass das alles ein harter Schlag für dich ist. Aber ich weiß auch, wer du bist. Guten Tag. Ach, guten Tag, Herr Schmidt. Guten Tag. Wieder was für Ihre Frau? Ja, Sie wissen ja, Frau Kaiser, meine Frau liebt Liebesromane mit einer gewissen Klasse. Ja, dann 100 Tage voller Freude. Da geht es um Liebe. Also die Heldin hat einen Mann und dann einen anderen. Ich hab's in einem durchgelesen. Ist eine kleine alltägliche Geschichte, aber voller Magie. Liest sich schön. Ja, das wird meiner Ilse gefallen. Das macht dann 1990. Entschuldigung. 1990. Und genau ist deine Frau eigentlich gestorben? Ich glaube vor 2 Jahren. Trotzdem kauft er jeden Monat ein Buch. Das ist Liebe. Ist alles in Ordnung. Du machst das so viel besser. Ach, komm. Dabei bin ich eigentlich hier die Chefin. Ich muss noch mal nach Irland. Warum? Ich kann so nicht weitermachen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich hier noch soll. Weißt du, ohne Papa und jetzt ohne Mama. Und Frederik, der will mich heiraten. Oh. Das ist aber eigentlich was Schönes am Himmel. Ich kann ihn nicht heiraten, wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Okay, das verstehe ich, aber... Ganz ehrlich, Amelia, glaubst du, dass dir da 2 Grabsteine helfen?
kann nicht einfach so tun, als ob Mama mir es nie gesagt hätte. Das sollte sie auch nicht. Das war ihr wichtig. So wichtig, dass sie extra mit mir nach Irland gefahren ist. Das hat sie umgebracht. Nein, aufhören. Du sollst dir das nicht vorwerfen. Sie wollte es so. Doch, sie wollte es so. Gut, du willst nach Irland, dann flieg. Ich schaue, ob ich dir einen Flug buchen kann. Vielleicht gehörst du zu einem ganz tollen irischen Clan. Und deine Ur-Ur-Ur-Oma ist die Piratenkönigin Grace O'Malley. Warst du wieder in der Kinderbuchabteilung, Cousinchen? Hier, 13 Uhr. Ist noch was frei? Wie? Jetzt gleich? Musst du schnell packen. Schaffst du das? Schaffst du das ohne mich? Ja. Ist gut. Buch. Es wird mich nicht weiter runterziehen. Ich gehe gleich morgen früh zur Adoptionsagentur. Suche dann die Gräber, mache ein Foto, häng's mir an die Pinnwand und kann damit abschließen. Danke. Freitag bin ich sicher wieder zurück. Michael Malone, sagen Sie? Mhm. Ja, der hat uns manchmal Babys vermittelt. Von jungen, unverheirateten Müttern. Aber er ist tot. 8 Jahre schon. Wir sind hier nicht in Deutschland, wo immer alles ganz genau dokumentiert ist. Wir Iren dürfen uns gerade mal seit 1996 scheiden lassen. Aber das hat uns nicht daran gehindert, uns zu lieben. Oder uns untreu zu sein. Wir sind eben Champions in beiden. Oh, sorry, nein. Ich kann Ihnen leider keine Liste von Kindern geben, die hier im Juni 1980 geboren sind. So einfach geht das nicht. Aber die Musik der 80er, die war der Hammer. Love, love will tear us apart. Die meisten Eltern haben einfach Angst vor einem Treffen nach all den Jahren. Meine wären ja eigentlich Geister. Da hätte ich sicherlich mehr Angst. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen die Namen der Kinder nicht geben, die am 8. Juni geboren wurden. Es gab Gründe, warum Männer wie Michael Malone existierten. Niemand hier wird Ihnen weiterhelfen können. So eine Scheiße. I was 2 steps from heaven, 2 steps from hell. Save me from my judgment, please save me from myself. The sun will arise, but time may stand still. An empty glass, the demons will refill. Ich werde mich nicht öffentlich blamieren. Auf
der Bühne. Aber du hast es... Du hast es versprochen, das ist für James. Jetzt komm schon, das sind wir ihm schuldig. Um das halbwegs hinzukriegen, müssten wir 5 Stunden jeden Tag üben, bis nächsten Sonntag. Ja gut, 5 Stunden, 6 Stunden, 7, 8. Komm schon, bitte. Ach, Bobby, du bist so... Ich weiß. Ich kann diese Woche leider keinen Fall mehr annehmen, falls Sie deswegen da sind, aber... Das hier ist die Adresse von einem richtig guten Kollegen. Hören Sie mich an. Nur 5 Minuten. Ich komme aus Deutschland und suche meine Eltern. Meine verstorbenen Eltern. Eigentlich suche ich nur 2 Grabsteine. Das geht sicherlich ganz schnell für einen Profi wie Sie. Nur 2 Grabsteine, ja? Ja. Vor 2 Wochen habe ich erfahren, dass ich adoptiert wurde aus Irland. Und das hier, das... habe ich angeblich mal getragen. Sie haben sogar meinen Namen reingenäht. Hier, Amelia Theresa. Wie gesagt, ich muss mich für ein Konzert vorbereiten und der Kollege ist wirklich sehr gut. Nein, das geht nicht. Sie müssen es sein. Wegen dem Buch und wegen der Blumen. Ihnen geht's nicht so gut, oder? Tee? Tee. Sie trinken noch Tee. Ich hasse Tee. Obwohl, Tee wär ganz wunderbar. Ist Tee trinken in Irland eigentlich die Lösung für jedes Problem? Ja. Wenn was schief geht, trinken wir Tee. Wir trinken Tee, wenn wir glücklich sind. Wir trinken Tee, wenn wir morgens aufstehen. Und wenn wir abends ins Bett gehen, trinken wir Tee. Ja, dann kann ich wohl keine Irin sein. Ich habe noch nie Tee gemocht. Genauso wie Bier und Whisky. Können Sie sich ja glücklich schätzen, dass Sie adoptiert wurden. Warum wollen Sie Ihre leiblichen Eltern finden? Sie sind tot, also kann ich sie nicht finden. Na ja, richtig, die Grabsteine. Warum sind die so wichtig? Wieso interessiert Sie das? Bevor ich übernehme, möchte ich, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. So ein Fall kann manchmal ganz schön an die Nieren gehen. Oh, keine Sorge, dieser nicht. Hier geht es nicht um eine große Familienzusammenführung mit Happy End. Sie sollen einfach nur 2 Grabsteine für mich finden. Das ist eine rein unemotionale Angelegenheit. Die Kiste? Die Sachen da drin sind Ihre einzigen Anhaltspunkte, ja? Die Babykleidung und der Brief. Das ist der Brief von dem Mann, der die Adoption vermittelt hat, Michael Malone. Okay, mit Adresse. Und der hier ist von meiner, also von der Frau, die mich geboren hat. Lesen Sie. Wollen Sie nicht? Gottgesandten Eltern. Ich kann mich gar nicht genug bei Ihnen bedanken und bete dafür, dass Sie dieses kleine Kind beschützen werden. Ich weiß, dass Sie sie so lieben werden wie Ihr eigenes Kind und ihr die Sicherheit geben, die sie braucht. Mein einziger Wunsch ist, dass Sie sie Amelia Theresa nennen und dafür sorgen, dass sie über die Mittel verfügt, ein unabhängiges Leben zu führen, damit sie niemals in eine solche Lage gerät wie ich. Wie oft haben Sie diesen Brief bis jetzt gelesen? Inklusive heute? 1 Mal. Einen Keks? Zum Tee? Nur wenn Sie meinen Fall übernehmen.
Sie? Ich rufe gleich die Polizei. Ich muss hier nur auf einen Knopf drücken. Nein, keine Angst, Mrs. Malone, wir wollen Sie nicht ausrauben. Mein Name ist Bobby O'Brien und ich habe hier eine Frau, deren Adoption ihr Mann vor einigen Jahren in die Wege geleitet hat. Ja, er gab sein Leben dafür, dass andere Kinder Eltern bekommen. Nur um seine eigenen hat er sich nie gekümmert. Es tut mir leid, aber ich wollte Sie fragen, ob er vielleicht seine Notizen oder irgendwelche Akten aufgehoben hat. Oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Amelia will unbedingt ihre richtigen Eltern finden. Sie ist uns ganz allein auf der Welt. Oh, sie bedauert. So ist es aber nicht. Sie würden dabei helfen, eine Familie zusammenzuführen. Im Büro steht ein Karton mit alten Akten. Ich schlafe besser, wenn ich weiß, das Ding ist nicht länger im Haus. Kommen Sie doch rein, bitte. Ja, danke. Alle Babys, die Michael Malone vermittelt hat, stammen aus kleinen Dörfern an der irischen Ostküste. Da war ich vor 10 Tagen noch mit meiner Mutter. Und die irische Spitze, aus der ihre Babykleidung gemacht ist, die kam mir gleich bekannt vor. Ich hatte auch mal so ein Lätzchen. Sie stammt ziemlich sicher aus der Gegend um Ballymare. Mirella und ich kommen von da. Und ausgerechnet dort muss ich die Woche hin. Zum Singen. Merkwürdiger Zufall, hm? Sind Sie eigentlich eher der Zufalls- oder der Schicksalstyp? Definitiv Schicksal. Und Sie? Keine Ahnung. Vor 5 Tagen hätte ich noch eine Antwort parat gehabt, aber jetzt? Aber jetzt kriegen Sie das beschissene Gefühl nicht mehr los, im falschen Leben zu stecken. Nicht mehr zu wissen, wer Sie sind. Alles fühlt sich irgendwie unecht an. Lea, Sie sind einsam, obwohl es eine ganze Menge Menschen in Ihrem Leben gibt, die Ihnen helfen wollen. Nur leider können die nicht nachvollziehen, dass das Wissen um die Adoption Ihr ganzes Leben verändert hat. Also nur weil Sie hier eine nette Couch und ein Paket Taschentücher haben, müssen Sie nicht gleich Dr. Freud spielen. Stimmt's, oder habe ich recht? Fahren wir nach Ballymare oder nicht? Sie weichen meiner Frage aus. Also Sie können dabei singen üben, so viel Sie wollen. Sun will rise, but time will stand still. Was ist das denn für ein Auftritt, für den Sie da proben? Ein Versprechen, das ich vor langer Zeit mal gegeben habe. The demons will rise. Frederik! Ja, ich habe schon eine Spur. Wir sind gerade auf dem Weg in ein Dorf namens Ballymare. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gräber dort sein werden. Das Singen? Das ist der Privatdetektiv, den ich angeheuert habe. Ja, das hilft ihm bei der Recherche. Halten Sie an! Das muss der Friedhof sein. Connor, Murphy, O'Grady. Irgendwie passen diese Namen nicht zu mir. Ich glaube auch nicht, dass Sie die Gräber Ihrer Eltern in Ballymare finden werden. Wie bitte? Wieso sind wir dann hergefahren? Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Ihre Eltern noch leben. Ach, so ein Blödsinn. Ich habe in Michael Malones Notizen für das Jahr 1980 9 Kinder entdeckt, die er aus dieser Gegend zur Adoption vermittelt hat. Aber bei keinem der Kinder hat er den Tod der leiblichen Eltern als Grund für die Adoption angegeben. Das kann nicht sein. Ich habe die Information von meiner Mutter. Ja, und die hat sie von ihm. Vielleicht hatte ihre Mutter angelogen, aber in ihrem Fall hat er nämlich nicht nur die Vermittlungssumme kassiert, sondern das gesamte Geld. Das sagen Sie mir jetzt? 10 Meter vor... Vielleicht hätte ich ja gar nicht mehr weitermachen wollen, wenn ich das gewusst hätte. Doch, Sie wollen. Sie kennen mich überhaupt nicht. Wie kommen Sie dazu, dass ich weitersuchen will? Sie mögen ja auch keinen Tee.
Ich glaube, ich gehe jetzt gleich ins Rathaus. Sie haben nach einer Stunde geöffnet. Das müsste reichen, die Liste zu besorgen. Was denn für eine Liste? Wir brauchen eine Liste mit allen Namen von Babys, die im Juni 1980 hier geboren worden sind. Und da müssen wir rausbekommen, was mit ihnen passiert ist. Und die, von denen wir keine Spur mehr finden können, sind ziemlich sicher Malones Adoptivbabys. Wenn man es genau betrachtet, kann ja also jeder mit mir verwandt sein. Ja. Sogar ich. Oh, bitte nicht. Was? Wieso? Meine Cousine hatte auf die Piratenkönigin Grace O'Malley gehofft. Also ich weiß genau, warum ich nicht gerne mit Ihnen verwandt wäre, aber warum wollen Sie nicht gerne mit mir verwandt sein? Wieso wollen Sie nicht mit mir verwandt sein? Sie wollten doch ins Rathaus. Ja, klar. Hey, Roddy! Sieht alles immer noch genauso aus wie früher. Ich seit 10 Jahren lade ich dich jedes Mal zum Festival ein und jedes Mal sagst du nein, du alter Hund. Ja, jetzt bin ich ja hier. Geistert der Alte noch hier rum? Ja, aber komm jetzt mal. Hey! Hey, Mick! Hey, Bobby, hey! Kennst du die neuesten Neuigkeiten? Roddy gibt ein Spezialkonzert zum Auftakt des Homecoming-Festivals. Unglaublich, Roddy Valentine, Bobby O'Brien. Ein Freund von mir und ich, wir waren echte Fans, als deine Musik damals rauskam, bevor du nach Amerika gegangen bist. Das freut mich total. Ah, danke, Bobby. Scheint ja eine kleine Welt zu sein. Ja, und am Sonntag wird dieser Kleine hier singen. Mit seiner charmanten Begleitung. Ich? Nein, ich bin nicht zum Singen hier. Sie waren doch früher schon hier. Ich kenne Sie doch. Nein, ich war noch nie hier. Mick, ich sehe, du denkst immer noch an die Mädchen aus unserer Jugend. Wunderschön und so voller Leben. Was ist das denn für ein Festival? Es ist eine alte Tradition aus der Zeit, als viele Menschen Irland verlassen mussten. Einmal im Jahr machen wir ein Festival, um ihre Rückkehr zu feiern und an die zu erinnern, die gehen mussten. Oder verloren gegangen sind. Verstehst du? Na gut, wenn du meinst. Ja. Ich hab die Liste. Ist geschlossen? Ja. Naja, ins Museum können wir immer noch, wenn uns die hier nichts bringt. Vielleicht können die uns was über die Babykleidung erzählen. Und? Alles okay? Sind Sie bereit? Sie können es ja kaum erwarten. Ja klar, ich habe alle Namen, alle Adressen. Ich bin fit für die Jagd. 007 im Einsatz. Das macht Ihnen wohl richtig Spaß, ja, oder? Halt! Falsche Seite. Was mögen Sie eigentlich am liebsten an Ihrem Beruf? Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin Buchhändlerin. Kommen Sie, wir gehen weiter. Angst? Ich kaufe nicht. Ziehen Sie Leine. Verschwinden Sie. Oh, Entschuldigung. Wir suchen eine Frau, die 1980 hier geboren wurde. Fiona McCloud. Oh ja. Sie ging nach Hollywood. Wurde ein großer Star. Ihre beste Freundin ist Angelina Jolie. Sind Sie Ihre Schwester? Schwester? Schlechter Scherz. Aber wenn Sie von der Lotto-Gesellschaft sind, dann kommen Sie rein und ich mache Ihnen eine Tasse Tee und Sie können mir erklären, wie ich mein Vermögen nicht gleich wieder loswerde. Jetzt also. Sind wir leider nicht. Wir prüfen nur, was aus den Babys geworden ist, die in dem Jahr geboren wurden. Sie können ja wohl sehen, was aus mir geworden ist, oder? Aber wenn Sie bleiben möchten, mache ich uns beiden hübschen Tee. Jetzt haltet eure Klappe. Und, was gefällt Ihnen am besten an Ihrem Job? Dass ich die Anwesenheit meines Vaters dort noch immer spüre. Das ist der Ort meiner Kindheit. Deswegen machen Sie das jeden Tag? Sie müssen jetzt nicht alles in meinem Leben hinterfragen. Hm. Halt, hier ist es. Okay. Mr. McNamara. Ja, was wollen Sie von mir? Besser, Sie beeilen sich. Fußball fängt gerade an. Und ich habe kein einziges Spiel verpasst seit 1980. 1980, genau darüber wollten wir mit Ihnen reden. Ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen und ich weiß, dass es schwierig sein könnte. Bridget McNamara.
Ja, das ist ein schwieriges Thema, da haben Sie recht. Aber der Mensch wird mit allem fertig, stimmt's nicht? Was ist mit Bridget passiert? Mussten Sie sie weggeben? Könnte man sagen. Oh Gott. Alles in Ordnung, junge Schönheit? Sie sind ganz blass. Warten Sie, ich glaube, Sie brauchen eine Tasse Tee. Nein. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist der Kontakt zu ihr abgebrochen. Ist einfach schwierig. Ja, das ist leider meistens so bei Adoptionsfällen. Wieso Adoption? Sie nennt sich jetzt Brandon und hatte eine dieser Operationen, wissen Sie, und lebt jetzt in Amsterdam. Ja, dann genießen Sie das Spiel. Ja. Slan. Brandon sind Sie jedenfalls nicht. Wissen Sie, eigentlich sprechen wir niemals darüber, was damals geschehen ist. Lassen Sie sich Zeit. Vielleicht sollten wir das respektieren und besser gehen. Wir meinten es gut. Wir waren so jung, hatten nicht mal Geld. Es waren schwierige Zeiten. Wir wollten nur das Beste für das Baby. Ich denke, wir sind falsch hier. Deshalb haben Sie Myrtle weggegeben. Und Michael Malone. Ich wollte ihr einen anderen Namen geben. Aber nicht mal das hat er mir erlaubt. Es gibt Fehler, die kann man nicht wieder gut machen. Die bereut man sein ganzes Leben. Wir haben nie wieder ein Kind bekommen. Amelia, warten Sie. Was? Sie ist es nicht. Sie ist nicht ihre Mutter. Das Kind kam in eine irische Familie. Die haben es nicht gut behandelt. Es ist gestorben. Es sind nicht ihre Eltern. Ich ertrag's nicht. Ich kann das nicht. Wir hören auf. Sie sind entlassen. Sie können sich auf ihr Konzert vorbereiten. Ich fahr. Wenn Sie jetzt aufgeben, dann wird es Ihnen irgendwann so gehen wie dieser Frau. Es wird Sie nie mehr loslassen. Kommen Sie. Hey, lächeln. Hier, bitte. Aber ich mag überhaupt kein Bier. Doch, probieren Sie es. Das ist Ingwerbier. Das trinken alle Frauen gern. Ach ja, richtig. Sie sind ja der Frauenflüsterer. Nur bei solchen, die verloren gegangen sind. Oder sich verloren fühlen. Es gibt ein irisches Sprichwort, das sagt, es gibt nur drei Arten von Männern, die Frauen nicht verstehen. Junge Männer, Männer mittleren Alters und alte Männer. Bobby übrigens. Amelia. Schöner Name. Also, was sind deine Lieblingsbücher? Buchladen. Bücher. Ich lese eigentlich gar nicht gern. Es sind nicht die Bücher, es ist der Buchladen. Ich war jeden Nachmittag dort und habe dort Hausaufgaben gemacht. Es ist meine Welt. Schön und sensibel. Ich bin nicht sensibel. Du stellst dich deinen Ängsten, das finde ich bewundernswert, ehrlich. Sag mal, krebst du mich gerade an oder gehört das zur psychologischen Grundbetreuung? Hey, na, alles okay bei euch? Ja.
Na, das heißt, Mick, was würdest du dazu sagen, wenn plötzlich eine fremde Frau vor deiner Tür steht und sagt, entschuldigen Sie bitte, aber Sie kennen mich nicht. Ich bin Ihre Tochter. Wäre etwas unwahrscheinlich, oder? Ich wüsste, wenn ich eine Tochter hätte. Ja, aber Sie waren ja nicht schwanger. Sie müssen es also nicht unbedingt wissen, oder? Sie meinen, wenn diese junge Lady hier sagen würde, sie wäre meine Tochter. Naja, das ist nicht unbedingt ausgeschlossen. Wir haben dieselbe Augenfarbe und die Haare von meiner Mutter. Es wäre ein großer Schock für mich. Aber dann würde ich eine dicke, fette Party schmeißen, weil sie das größte Geschenk meines Lebens wäre. Das hat meine Mutter auch mal gesagt. Hey, komm, Mick. Mach den Scheiß aus. Seine eigene Stimme zu hören ist doch verdammt peinlich. Das sind Sie? Ja, ja. Aber machst du mir auch eins? Einfach. Yep. Warum haben Sie damals Bernie Mae eigentlich verlassen? Es gab hier keine Zukunft für mich. Es gab ein Mädchen. Sie entstammte einer der reichsten Familien Ballymares. Aber unmöglich. Mein Clan, wir waren wild. Genug der alten Kamellen, hä? Ich denke, ich gehe besser schlafen. Trink mal ohne mich weiter. Und danke. Gute Nacht. Nacht. Wirklich süß. Nur ein bisschen traurig. Alte Geschichte. Aber kompliziert. Ja, das haben alte Geschichten so an sich. Ich wollte nur mal hören, wie es so läuft. Eigentlich gut. Sag mal, wann hast du das letzte Mal Buchführung gemacht? Ja, das ist nicht so mein Ding. Ich merk's. Amelia, findest du nicht auch, dass wir ein paar mehr Kinderbücher brauchen? Ich habe einen großartigen Verlag an der Hand. Hallo? Geht's dir gut? Ich weiß nicht. Vielleicht war es ein Fehler. Ja, dann brich ab und komm nach Hause. Jetzt nicht zurück. Es ist einfach viel komplizierter, als ich dachte. Kann ich dir irgendwie helfen? Kannst du bitte Frederik sagen, dass ich noch länger brauche? Ja. Wie viel länger? Weiß ich noch nicht. Ich melde mich nochmal. Ja? Ich drück dich. Ich dich auch. Tschüss. Guten Morgen. Ja, das ist Kaffee. Ich dachte, ich lasse dich mal ausschlafen und mache alleine weiter. Und? Also, in Ballymare sind deine Eltern nicht. Aber wir haben noch drei Namen auf der Liste, die nicht direkt hier leben. Wir gehen ins Museum. Ich würde gerne noch mal ins Rathaus. Mein Instinkt sagt mir das. Das hat irgendwie noch größere Dimensionen, also irgendwas stimmt hier noch nicht. Mein Instinkt sagt mir aber, wir sollten ins Museum gehen. Ich habe auch gar nicht die Zeit, tagelang in alten Akten zu wühlen. Also bitte, wer ist der Fachmann für solche Fragen? Wer ist der Auftraggeber? Gut, wir gehen ins Museum. Kannst du allein? Thank you.
war da los? Nichts. Die Leiterin Rose Collins meinte nur, dass die Babysachen hier nicht hergestellt wurden. Ich muss mich wohl getäuscht haben. Die lügt. Ich habe ganz genau gesehen, wie sie das Mützchen bei sich behalten hat, ohne es dir zu sagen. Aber nur, weil sie vorgeschlagen hat, weiter zu recherchieren. Nein, es steckt mehr dahinter. Ich weiß es. Was ist, wenn Rose Collins meine... wenn sie es ist? Du siehst mittlerweile in allen Menschen deine Eltern. Nein, gar nicht. Aber dieses Museum spielt eine wichtige Rolle. Das weiß ich. Nicht nur wegen dem Lätzchen. Weswegen dann? Wegen der Blumen vor dem Museum. Wegen der Blumen? Ja. Die Blumen sind sowas wie ein Wegweiser für mich. Sie haben mich auch zu dir geführt. Selbst wenn ihr an deren Feen und Kobolde glaubt, hört sich das ziemlich merkwürdig an. Ich kann wenigstens noch querdenken. Du machst ja alles nur nach Schema F und kommst nicht weiter. Denk, du bist so ein Ass in deinem Job. Wer wollte mich denn unbedingt engagieren? Hör zu, ich... Es ist alles nicht so lässig für mich. Ich habe Zeitdruck. Ich muss eigentlich heute zurück nach München. Ich habe da einen Termin. Also den Termin will ich aber absagen. Das hier kann dauern. Den kann ich nicht absagen. Der entscheidet über meine Zukunft. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, hat auch keine Zukunft. Ach, bitte nicht schon wieder Küchenpsychologie. Ich weiß ganz genau, wer ich bin, was ich tue und wohin ich gehöre. Und damit es so bleibt, bin ich hier. Das glaube ich nicht. Sie sind wunderschön, nicht wahr? Ich kenne Sie doch. Sie haben mir vor ein paar Wochen Blumen geschenkt. Was, ich? Sind Sie wirklich ein... Kobold? Ha, jeden Sommer trage ich dieses blöde Kostüm für das Festival in Ballymare. Sie haben mir gesagt, ich soll den Blumen folgen. Erinnern Sie sich? Alles, was Ihr Herz erfreut, wird Sie auf den richtigen Weg leiten. Sieht hier alles so verzaubert aus. Ach, übrigens, mein Name ist Billy Amelia. Woher kennen Sie denn meinen Namen? Na, Sie sehen wirklich nicht aus wie Rumpelstilzchen. Das ist die schönste Rose, weit und breit. Die Amelia ist eine Floribunda-Rose-Aprikosen-Mischung. Und die weiße Lilie, das Symbol für die Reinheit. Wenn es um Blumen geht, denke immer an ihre besondere Bedeutung. Und nun, wenn Sie erlauben, ich muss zurück ins Dorf zum Festival, um dort noch ein wenig den Kobold zu geben. Wenn Sie auf Ihr Herz hören, werden Sie zu den richtigen Menschen, zur richtigen Zeit, am richtigen Platz finden. Juhu!
Suchen Sie ein bestimmtes Grab? Da liegen vielleicht Mitglieder meiner Familie begraben. Nur kenne ich Ihren Namen nicht. Wie ist denn Ihr Name, meine Liebe? Amelia Theresa Kaiser. Bitte, folgen Sie mir. Kommen Sie mit. Können nicht mehr Ruhe arbeiten lassen. Geht's besser? Ja, ausgesöhnt mit Land und Leuten. Ich habe recherchiert. Ja? Ah, Amelia Theresa. Siehst du das Datum? Diese Frau ist 1930 gestorben. So, und hier? Amelia Theresa. Was fällt dir auf? Sie sind beide nicht besonders alt geworden? Nein, das meine ich nicht. Diese Amelia Theresa wurde 2 Jahre nach dem Tod dieser Amelia Theresa geboren. Und ich bin 2 Jahre nach dem Tod dieser geboren. Wir sind am richtigen Ort. Ich war gerade noch mal im Rathaus und es wurden in dem Jahr wirklich keine Kinder geboren. Ihr Name ist Collins. Und das merkwürdige Verhalten dieser Frau vom Museum, Rose. Wie war doch gleich ihr Name? Collins. Es waren wirklich die Blumen, die dich zu mir geführt haben? Ja. Dann sollten wir vielleicht in Zukunft besser darauf hören, was sie zu sagen haben. Ja? Hm. Ja, ja, mit der bin ich hier. Mhm. Gut, verstehe. Danke. Und, was sagen Sie? Ich weiß jetzt alles über dich. Abgesehen davon raten Sie zu einem Abendessen für 2. Du gibst wohl nie auf. Ich kann nichts dafür, das sind meine professionellen Reflexe. Wenn ich meine Spur aufgenommen habe, dann kann ich mir locker lassen. Weitere Zusammenarbeit etwas klarzustellen. Ja? Es gibt keine Spur zwischen uns. Da ist nichts. Da haben die Blumen aber vorhin was anderes erzählt. Die Blumen sprechen ausschließlich zu mir, klar? Okay. Vorbehaltlos akzeptiert. Und was die weitere Recherche angeht, ich erweitere meine Methodik gern durch Bereiche der außersinnlichen Wahrnehmung. Machst du dich lustig über mich? Ich glaube, dass eine so sensible Frau wie du durchaus das gewisse Gespür hat. Du glaubst also wirklich, ich bin sensibel, ja? Ich dachte, du hältst mich für eine neurotische, unerträgliche Besserwisserin. Nein. Du singst jetzt zu Hause unter der Dusche, was? Ja, der Mann, der muss noch üben. Bobby,
hübscher als ich. Los, singen! 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 Hey, auf keinen Fall! Ich, nicht vor all den Leuten! Amelia Theresa Kaiser! Yeah! Ja, komm! You never saw me leave, never heard. I was too proud to show you my tears. I was 17, the postcards were few. I didn't have the words to tell you. I was doing well, but it was hard not having you. Someday you'll understand my reason. Believing someday you would be 17 and the road and I would go through the streets of America, from its furthest northern shores to its southern seas. And one day I would turn to the green fields of Ireland, and my Irish army was waits for me. I can picture you now, as the evening sun comes to graze you, a golden hue of light reflects on your face. How sweet is your smile, I remember it well. Though I'm here on foreign soil, my thoughts are with you. And the road that I will go. Na, Roddy, da staunst du, hä? Das ist ja mal Konkurrenz, oder? Ist ja auch viel hübscher. Siehst du, du kannst alles, du musst dich nur trauen. Oh, sagt der Mann, der Lampenfieber hat und sich nicht allein auf die Bühne traut. Oh, das. Willst du damit reinkommen? Ich habe noch ein paar Vorschläge zu machen für morgen. Mach sie mir morgen. Gute Nacht. Was sind für Vorschläge? Keine Vorschläge. Ich will dich einfach nicht alleine lassen. Entschuldige, ich... Amelia? Sag mir bitte, dass das einer deiner merkwürdigen Scherze ist. Du bist doch nicht immer noch in Irland, oder? Oh, Frederik, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Ich wollte kommen. Ich wollte rechtzeitig da sein. Rechtzeitig? Kannst du Anfahrt und Flugzeit nicht zusammenzählen? Aber weißt du, seitdem ich hier bin, ist einfach viel passiert. Ich bin einfach völlig durcheinander. Kannst du mir verzeihen? Natürlich kann ich.
Hey, Mick. Morgen. Morgen. Ich habe auf dich gewartet. Beim Frühstück. So, ja. Ich bin nicht so der große Frühstücker. Amelia, hör mal, ich kann nicht gleich weiter recherchieren. Ich muss mich erst um Mirella kümmern. Ja, kein Problem. Ich habe sowieso gedacht, es wäre besser, wenn wir uns trennen würden. Getrennt recherchieren würden. Würde auch schneller gehen, wenn jeder seine eigene Spur verfolgt. Und du kommst klar? Emotional, meine ich. Na klar, natürlich. Folgst du wieder der Spur der Blumen? Ja, in diesem Fall schon. Gut, das ist gut. Gut. Na dann, bis dann. Ja. Bellimar, typische Fertigkeit, die normalerweise von Mutter an Tochter weitergegeben wurde und heute nur noch von wenigen beherrscht wird. Es tut mir leid, der Workshop ist schon voll belegt. Sie haben gestern eine Handarbeit von Bobby O'Brien bekommen. Verteilen Sie doch schon mal Nadel und Garn. Haben Sie das geklöppelt? Nein. Ich glaube, daran könnte ich mich erinnern. Haben Sie jemals ein Kind zur Adoption freigegeben? Nein, ich habe nie ein Kind bekommen. Es ging nicht. Wissen Sie, ich wurde nämlich von hier adoptiert. Sie glauben, ich bin Ihre Mutter. Sind Sie es? Nein. Dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Entschuldigung. Gott hat Vorfahrt oder was? Beinahe hätten sie mich abgehängt. Darf ich reinkommen? Ich gehöre zu dem Mann, dem das Auto hier gehört. Aufgestanden bist und sagtest, Mom, ich will meine Freunde jetzt nicht mehr länger aufessen. Du hast die Würstchen weggeworfen und bang, das war's. Seitdem warst du Vegetarier.
Hier, du musst mehr trinken. Mirella hat mir erzählt, dass du zu wenig trinkst. Die Schwestern beschweren sich schon. Ah, das ist Amelia, eine Freundin. Sie ist wunderschön. Oh ja. Habe ich sie mal kennengelernt? Nein, Amelia wurde vor 33 Jahren hier in der Gegend zur Adoption freigegeben. Aber sie wurde hier geboren. Hier? Hier mitten im Kloster? Diese unglücklichen, jungen, armen Mädchen. Welche armen Mädchen? Oh ja. Böse Mädchen aus guten Häusern wurden hergeschickt, ihre Babys hier zu gebären. Hier, natürlich, war es ein großes Geheimnis. Denn gute katholische Familien, die ihre Kinder weggeben, war ein Ding der Unmöglichkeit. Diese armen Dinger. Dann kamen die Babys nach Dublin und wurden dort zur Adoption freigegeben. Denn niemand sollte erfahren, woher sie gekommen waren. Aber in Irland geht vieles verloren. Wo ist denn eigentlich, wie heißt er noch, dein allerbester Freund, dieser Bobby? Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Er hat gerade ziemlich viel zu tun. Ich werde ihm aber sagen, dass du nach ihm gefragt hast, dass wir den freuen. Das ganze Glas. Danke dir. Ich bleib noch hier. Und Bobby, es tut mir wirklich so leid, aber du siehst ja, ich kann wirklich nicht mit dir singen. Du schaffst das doch ohne mich, ja? Vielleicht ist nicht deine Mutter, oder? Nein, sie ist die Mutter meines besten Freundes, Mirellas Bruder. James ist vor 15 Jahren verschwunden. Man hat ihn nie gefunden. An seinem 15. Geburtstag. Für seine Mutter ging die Welt unter. Manchmal ist sie noch ganz klar im Kopf und dann weiß sie, dass ich Bobby bin und er nicht mehr da ist. Und manchmal flüchtet sie an einen Ort, wo es ihr nicht so weh tut. Wo er noch lebt. Und du hast mitgespielt? 15 Jahre lang. Ich war der Letzte, der noch mit ihm zusammen war. Wir sind zu Mick gegangen. James hat Folkmusik gemacht. Deswegen der Auftritt? Findet im Mick's Pub statt, wo man ihn zuletzt gesehen hat. Würden Sie mich bitte zur Äbtissin bringen? Das ist ein Schweigekloster. Sagen Sie ihr, Amelia Theresa ist da. Ich will einfach nur meine Mutter finden. Und falls es wirklich Mädchen gab, die in ihrer Not hierher gekommen sind, falls es irgendwelche Unterlagen gibt, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Oder sagen Sie mir, was passiert ist. Ich wusste, Sie würden wiederkommen eines Tages, Amelia Theresa. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was damals geschehen ist. Es ist mir nicht erlaubt. Aber ich kann Ihnen etwas zeigen. Schwester Ignatia hat eine ganz seltene Gabe, mit Blumen umzugehen. Und das schon seitdem sie damals zu uns kam. In ihrem vorigen Leben hieß sie Lily Collins.
So viel darf ich Ihnen sagen. Nachdem Sie geboren wurden, Amelia Theresa, entschied sie sich für das Kloster. Seitdem blieb sie hier bei uns. Kann ich Sie sprechen? Es tut mir leid. Das ist nicht möglich. Schwester Ignatia hat das Schweigegelübde abgelegt. Sie hat sich so entschieden. Und ich muss ihren Wunsch respektieren. Und mein Vater? Da war kein Vater. Sieh's mal so. Jetzt weißt du wenigstens, wer sie ist. Piratenbraut ist es nun leider doch nicht geworden. Was wird mein Vater wohl sein? Schafzüchter? Busfahrer? Gehirnchirurg, mindestens bei der Tochter. Ich werde es nie erfahren. Und ich werde auch nie meine Mutter sprechen können, obwohl sie lebt, obwohl sie da drin ist. Wahrscheinlich sagen sie ihr nicht mal, dass ich da war. Ich hätte einfach nie hierher kommen sollen. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Es war genau richtig, dass du hierher gekommen bist. Das macht alles nur noch viel schlimmer. Ich dachte, du könntest etwas emotionale Unterstützung vortragen. So durcheinander habe ich dich ja noch nie erlebt. Ja, lieb von dir. Ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Ja, ich bin eben unberechenbar. Ah, das ist Bobby. Bobby O'Brien. Der Privatdetektiv, von dem ich dir erzählt habe. Und das ist mein Freund. Frederik Kampmann. Fabelhafte Singstimme. Nicht ich, Sie. Sie sollten den Beruf wechseln. Ohne Bobby wäre ich vollkommen aufgeschmissen gewesen. Er hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Für meinen Geschmack war das ein sehr zu viel. Tja, der Fall ist ohnehin abgeschlossen. Richtig? Ja, sicher. Der Fall ist abgeschlossen. Damit lasse ich dich mal wieder in ein richtiges Leben. Nimm an, ihr fahrt gleich zurück. Oh ja, ich denke schon. Du kannst ja nicht ewig hier bleiben. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, Amelia. Du kannst jetzt nicht gehen. Es ist überhaupt nichts abgeschlossen. Gar nichts ist abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Also, hast du die Grabsteine denn nun gefunden oder nicht? Es gibt keine Gräber. Meine Eltern leben. Jedenfalls meine Mutter.
Deswegen bin ich ja so durcheinander. So, ich brauche jetzt einen Tee. Mick, bringst du uns zwei Tee? Hm? Tee? Ich dachte, du hast Tee. Ich habe ihm eine Chance gegeben. Dem Tee. Ich weiß jetzt, wer sie ist. Seit gestern. Und? Wie ist sie so? Keine Ahnung, sie will nichts mit mir zu tun haben. Warum auch? Sie hat mich ja weggegeben. Sollen wir nochmal mit ihr reden? Das geht nicht. Sie ist eine Nonne. Jetzt, wo wir beide da sind, könnten wir noch ein bisschen bleiben. Wieso das denn? Ich weiß nicht. Heute fängt dieses Festival an. Die singen hier alle. Ja, habe ich gemerkt. Nur um Abschied zu nehmen von Irland. Von allem. Wenn du das brauchst, um mit hier abzuschließen. Man sagt, dass wir eine laute, ungehobelte Bande sind. Ich hoffe, heute Nacht machen wir unserem Namen alle Ehre. Wir machen Party bis die Bude platzt. Yeah. Amelia! Hey. Amelia, komm sie her! Sie ist hier geboren. Hey. Hier ist eine von uns. Setz dich. Setz dich, Mädchen. Verfluchte Kacke, Mist! Was Mist! Wow, Sie müssten schon einen irischen Pass haben. Wie du fluchst, kriegst du demnächst einen überreicht. Hört mal, aber ein waschechter Ire wird nach ein paar Bier ganz unbeschreiblich poetisch. Oh, der ist cool. Dann liege ich ja eingedicht zurück. Oh, dagegen lässt sich was tun. Zwei Bier bitte. Ach, da fällt mir doch glatt eine irische Weisheit ein. Drei Arten von Männern gibt es, die Frauen nicht verstehen. Junge Männer, Männer mittleren Alters und alte Männer. Ah, auch gut. Haben Sie sich noch gar nicht zur Wahl der Miss Irland aufgestellt? Ladies and Gentlemen, toll, dass ihr heute Abend alle gekommen seid. Ich bin sehr glücklich, dass ihr mich eingeladen habt, um für euch zu singen. Aber versprecht mir eine Sache. Ihr alle hier feiern die Nacht durch! I hang my head in shame. What has passed can never pass again. I was two steps from heaven. Take me from my joy, please take me from myself. The sun will rise, but time it stands still. Empty glass, the demons will instill. In my eyes, I see another man. What once was stone has slowly turned to sand. I was two steps from heaven. Save me from my judgment, please save me from myself. Bin gleich wieder da. Amelia Theresa. Mir so leid. Ich dachte, Sie...
Du wolltest mich nicht sehen. Ich war so jung. 17. Mein Vater war entsetzt. Sowas ist in unserer katholischen Familie noch nie passiert. Wie schön du bist. So sanfte Augen, wie unsere Tante Amelia Theresa, nicht wahr, Rose? Ich hätte dir kein gutes Zuhause geben können. Wer ist mein Vater? Er wollte nichts mit mir zu tun haben. Er ist einfach verschwunden. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich habe ihn sehr geliebt. Gehen wir rein ins Konzert? Komm. Das ist mein Vater? You choose the rose, Lord, and I'll make the vow. Hätte ich es nur gewusst, wenn ich es nur gewusst hätte, mein Mädchen. Wenn nur dein Arschloch von Vater mir damals nicht gesagt hätte, dass du nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Dass du in die Schweiz gehen wolltest, als Au-pair. Papa hat behauptet, du wärst einfach verschwunden, als du von meiner Schwangerschaft erfahren hast. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Dieser Lügner. Ich hätte dich niemals im Stich gelassen. Und unsere wunderschöne Tochter auch nicht. Niemals. Und was wollt ihr jetzt tun? Ich habe nur diese eine Nacht. Ich will alles von euch wissen. Alles. Ja, kommt doch. Wir setzen uns. Setzt euch. Da reden wir. Mick, bringst du uns was zu trinken? Yep. Ich schwöre dir, dein Vater hat uns alle verarscht. Selbst deine Schwester Rose hat er angelogen. Ich werde auch nie aus Benny Air weggegangen. Darf ich dich mal was fragen? Klar. Ich habe dich mit diesem Bobby gesehen. Meinem singenden Privatdetektiv. Ich hätte euch ohne ihn nie gefunden. Ja, ist ein netter Kerl. Ja. Aber du wirst den anderen heiraten. Ja, sicher. Ah. Weißt du was? Ich muss dir was zeigen. Aber... Das war hier alles voller Blumen. Oh ja, das war in meiner Kindheit schon ein faszinierender Ort.
Jeder, einfach jeder sprach über Billys Blumen. Billy, ja. Ich habe gestern noch hier mit ihm geredet. Mein Onkel Billy? Aber er ist tot seit 30 Jahren. Tot? Nein, dann war es nicht hier. Dann war es woanders. Dann war es nicht hier. Geht's dir gut? Nein. Mir geht's überhaupt nicht gut. Ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Weißt du, ich habe hier so viel gelernt und entdeckt. Ich will das nicht vergessen. Ich kann das auch nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, warum ich hierher kommen musste, wenn dann doch alles wieder so sein soll wie vorher. Weißt du, man sagt, wenn eine Tür zugeht, dann öffnet sich eine andere. Aber hindurchgehen musst du ganz allein. Also, ich wäre dann soweit. Frederik, ich komme nicht mit. Wir haben das doch gestern besprochen. Wir vergessen hier einfach alles und fahren nach Deutschland. Dafür ist es schon zu spät. Was ist los mit dir? Ich erkenne dich nicht wieder, seit du in diesem Land bist. Ja, genau. Aber das bin ich. Ich weiß jetzt endlich, wer ich wirklich bin und deshalb muss ich hier bleiben. Was war denn bitte so falsch an uns? Gar nichts. Gar nichts. Und an dir erst recht nicht. Es war bloß nicht ich. Verstehst du? Ich hätte auch nie gedacht, dass sich alles so schnell verändern könnte. Von einer Sekunde auf die andere. Hier, du Irin. Genau heute, vor 15 Jahren, da bin ich mit meinem Freund James hier im Pub gewesen, um seinen Geburtstag zu feiern. Und das war das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Und hey, James, ich weiß, ich kann das nicht so gut wie du, aber das Lied ist für dich. Morning sun came creeping up my back. What I've done, I know I can't take back. Hang my head, hang my head in shame. But as past can never pass again. I was 2 steps from heaven, 2 steps from hell. Save me from my judgment, please save me from myself. Some good lies, but time didn't stand still. An empty glass, the demons will refill. In my eyes, I see another man. What once was stone has slowly turned to sand. I was 2 steps from heaven,
Amelia, endlich. Ich habe zigmal versucht, dich zu erreichen. Ich muss dir ein paar Entscheidungen alleine treffen. Wann kommst du nur zurück? Gar nicht. Wie gar nicht? Naja, ich habe vor, in Irland zu bleiben und eine Gärtnerei zu eröffnen. Der Buchladen? Ich meine, hast du eine Ahnung, was ich hier geackert habe? Du kannst ihn haben. Du machst es sowieso viel besser als ich. Hast du immer schon und du liebst Bücher. Das ist nicht dein Ernst. Ja, ich überschreibe ihn dir.